hallo Leute, ich bin's wieder, euer Charlie. Ich begrüße euch zu einem neuen Pilzefilm und der heißt heute Auf in die Buleten. Denn wir werden nur Steinpilze und Maronen suchen. Ja, ist langweilig, ich gebe zu. Aber für mich hoch erfolgreich und ich wünsche euch trotzdem viel Vergnügen mit dem Film. Triff, triff! Ja, hier kaum angekommen, ein wunderbares Duo, so wie er zusammengehört, ein Steinpilz und ein Fliegenpilz. Auch hier ein Steinpilz wie gemalt. Ja, hier auch direkt am Weg, wo wir vorgestern waren, ein wunderbarer Steinpilz. Überall kommen sie raus, überall, wie gesät. Also das muss man sich wirklich mal ansehen, das ist wirklich toll. Ja, und der eine von beiden hat sich nun im Nachhinein noch als Hexenröhrling herausgestellt. Sagenhaft. Das ist ein Wahnsinn, wird der Bayer sagen, oder nicht? Das Schöne ist in diesem Herbst, die Steinpilze haben keine Maden. Einfach nur schön. Ja, hier wächst ein Raufuß. Das ist ein Birkenröhrling. Wunderbar. Steinpilze über Steinpilze. Das freut den Sammler. Ne, guckt euch das an. Guckt euch das an. Steinpilz-Wunderland. Sauerland-Steinpilz-Wunderland. Ich bin jetzt gerade mal 10 Minuten im Wald und so viel habe ich schon. Also ist Wahnsinn. Kann gar nicht aufhören. Oh, guckt euch das mal an. Hör mal, das ist so, als wenn man als Angler irgendwo hingeht und man fängt nur Lachse. Wahnsinn, Wahnsinn. Guckt euch mal diesen Okolyten an hier, was das für einen dicken Stiel, ne, hat. Wahnsinn. Auch die beiden siamesischen Zwillinge werden den Weg in mein Körbchen finden. Die sind sehr siamesisch. Diese siamesische Zwillinge. Ja, hier wächst noch eine Flockenhexe. Sehr schwierig dran zu kommen. Am Hang. Oh. Aber immerhin. Ja Leute, wie gesagt, hier war ich vorgestern schon mit zwei Bekannten und hier steht immer noch alles voll mit Steinpilzen. Das ist Wahnsinn. Das ist der reine Wahnsinn. Ja, die ein oder andere Marone ist reiner Beifang heute. Das lohnt sich auch gar nicht, bei so vielen Steinpilzen, die es hier gibt, sich noch nach anderen Pilzen zu bücken. Wolltrüffel? Trotzdem, einen Kuhmaul nehme ich immer noch gerne mit. Das ist ein leckerer Pilz. So, nach erfolgter Entschleimung sieht das Kuhmaul dann so aus. Ja, dumm, die dumm, die dumm, die dumm, die dumm, die dumm. Wahnsinn. Der ist das schön. Ja, fein Trüffelchen. Guck mal. Guck mal. Da. Guck mal, wie schön. Wie gemalt, ne? Na, hier haben wir eine. Nein, das ist ein Gallenröhrling. Ein Gallenröhrling neben einem Steinpilz. Ja, guck mal. So sieht das aus. Gallenröhrling, Steinpilz. Nebeneinander, diese Schlawine. Ja, hier haben wir wieder Beifang sozusagen. Marönchen.
Ja, normalerweise wollte ich einen richtigen Morgenspaziergang machen. Aber bei dieser Masse an Steinpilzen hat sich das jetzt nach einer halben Stunde schon erledigt. Mein Korb ist voll. Ja, also man braucht hier nur über den Waldboden zu gehen. Man sieht überall Steinpilze stehen. Da, wieder einer. Boah, Wahnsinn. Ja, so macht's Spaß. Ja, hier eine kleine Spinne. Eine Springspinne, die wartet hier auf Beute auf einer Marone. Ich werde ihr Häuschen nicht wegnehmen. So, wollen wir hier nochmal gucken. Okay, ja, nicht weit gegangen. Ist hier schon einer. So, wie gesagt, an genau der gleichen Stelle, wo wir vorgestern schon mal waren. Ist ja toll, dass ich euch zeigen kann, wie man Steinpilze pflückt. Aber ist auch keine Kunst. Trüffel läuft da hinten rum. Da oben, der kleine Punkt in der Mitte, das ist auch noch ein Steinpilz. Aber sogar zwei stehen da. Aber da laufe ich nicht hoch, das habe ich nicht nötig. Die wachsen hier unten auch. Ja, das ist sehr interessant. Es ist wahnsinnig. Da oben steht auch noch ein schöner. Immer wieder schön anzusehen, ob das hier Schlumpfhausen ist. Ja, und hier wieder Marönchen als Beifang. Noch eins. Ja, die beiden, die hören irgendwie zusammen. Amanita muscaria und der Boleto sedulis. Der steht aber wirklich hier wie gemalt, diese kleine Marone. Hier noch ein paar schöne Maronenpilze. Flöchen und mein Trüffel. Hä? Trüffelchen. Ja, Leute, da muss man bald weinen. Der Korb ist voll und hier stehen noch so schöne Steinpilze. Aber ich krieg sie nicht mehr mit, ich bin nur mit dem Roller da. Ja, Trüffelhund sieht ganz schön fertig aus, nicht? Ja, das kann sich sehen lassen. Jo Leute, das war jetzt der Film, auf in die Boleten. Wir haben gut gefunden, Marone, Steinpilz, auch ein paar Höchsenröhrlinge. Ja, dann sage ich viel Vergnügen mit diesem Film, seid das nächste Mal wieder mit dabei. Geht mal in die Pilze, macht auch mal einen Film und ich sage trüff, trüff, bis zum nächsten Mal. Euer Charlie.